So, hey Leute, und auch willkommen zu einer neuen Folge von Ark Aberration. Ihr seht mich auch schon hier in einer Tarnrüstung auf unserem Rager. Denn heute dachte ich mir, werden wir mal was ganz Besonderes machen. Und zwar suchen wir uns mal ein paar Spieler raus und werden sie ausspionieren. Genau, Leute, denn es gibt hier sehr, sehr viele Spieler momentan auf dem Server. Und ich weiß natürlich noch nicht, wer davon ein Freund oder wer davon ein Feind sein könnte. Von daher werden wir uns mal ein bisschen jetzt auf die Suche begeben und schauen, wen wir hier so finden, Leute. Genau, wisst ihr auch, dass in den letzten Tagen nicht so viele Folgen kamen, ne? Dieses Jahr kamen wirklich sehr wenige Videos bisher, weil ich halt leider sehr krank war. Aber ich bin momentan auf dem Weg der Besserung, das heißt, es werden ab sofort wieder jeden Tag Videos kommen. Ich versuche es zumindest, Leute. So, wir wollen auch mal schauen, ne, wo wir jetzt nämlich die Leute finden. Denn ich weiß, es sind aktuell 15 Spieler drauf, ne? Von daher müssen wir da auch einen auf jeden Fall finden. Ist nur die Frage, wo die sich jetzt nun verstecken. Na gut, Leute, wir werden erstmal jetzt hier weiter gucken. So, Leute, ihr seht auch schon, ich habe den ersten Spieler hier gefunden, den sogenannten Vibes, ne, hat mich gerade begrüßt, meinte hier, hey, ich habe eine coole Base, hat sich schon gewundert, der dachte, hier laufen auf zuerst wilde Ravagers rum, aber es war dann doch nur einer von meinen, ne, die möchten sich auch jetzt einen Trike zähmen, ja, finde ich cool, ich wünsche euch dann viel Glück, ne, so. Danke, dir auch noch viel Spaß. Danke, also seht schon, das war auf jeden Fall schon mal ein netter Spieler, ich glaube, der wird uns nicht raiden, wir werden erstmal weiterschauen, ich glaube, hier hinten war noch ein Spieler, genau, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Wir müssen ganz langsam sein, Leute, ne? Ich meine, wir haben ja eine Tarnrüstung. So. Wo war der denn, Leute? Wo war unser Spieler hier? Genau, ich weiß, hier war irgendwo einer. Ist nur die Frage, wo? Wir wissen ganz genau, dass du hier bist, mein Freund. Okay. Man kann mich nicht sehen, Leute. Ich bin perfekt getarnt. Aber ich sehe hier trotzdem noch niemanden. Okay, Leute, seht schon. Das Tarn an sich funktioniert. Wir sind so getarnt, dass wir nicht mal die anderen Spieler sehen. Ich meine, hier ist vorhin jemand rumgehampelt. So hat es jedenfalls ausgesehen. Vielleicht in diesem Haus. Ihr seht schon hier. Aberration Terrant. Vielleicht ist er hier drin. Okay, wir kommen hier leider nicht rein, Leute. Wir müssen mal weiterschauen. Vielleicht finden wir den noch. Vielleicht versteckt er sich auch einfach nur. Denkt sich so, ah, Skalder, du bist hier, ich sneak mal lieber. Ja, hat vielleicht auch eine GD-Rüstung. Eine gute Frage, Leute. Wir werden ihn auf jeden Fall finden. Du kannst dich nicht ewig verstecken, mein Freund. Aber gut, Leute. So, neuer Versuch, neues Glück. Na, vielleicht finden wir hier jemanden. Nee, ich habe nämlich vorhin jemanden verfolgt, der ist hier in dieses Biom reingegangen. Wir müssen aufpassen, wenn wir in diese Blumen hier reinlaufen, dann werden wir automatisch, genau, dann werden wir automatisch an Erkältung sterben. Und da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Wir müssen auch schauen, dass uns jetzt hier niemand entdeckt. Ich weiß, es ist hier sehr dunkel. Es ist relativ schwer, unentdeckt zu bleiben. Aber dort oben habe ich doch vorhin etwas gehört. So, wir müssen jetzt mal schauen. Und da haben wir auch tatsächlich eine Base, Leute. Perfekt. So, mal gucken, ob der Typ von der Base auch online ist. Ihr seht schon, Leute, perfekt. Make love, not war. Oh. Ein Megalosaurus. Unconscious, Leute. Der will den anscheinend hier zähmen. Interessant. Wir haben hier jemanden, der gerade einen Dino zähmen möchte. Das ist die perfekte Gelegenheit eigentlich. Wir werden es jetzt hier verstecken. Das ist auch ein Zähmgehege, wie ihr hier sehen könnt. Oh, jetzt bin ich hier reingefallen. Wir werden jetzt einfach mal da reingucken. Und da mal ein paar Stimberries rein. Wobei, ich habe gar keine Stimberries. Das wäre sonst ziemlich witzig gewesen. Nee, Leute, wir werden natürlich jetzt hier nicht seinen Dinosaurier klauen. Wir werden einfach nochmal schauen, wo er jetzt hier ist. Also ihr seht schon, er hat hier einen Schlafsack. Interessant, interessant, Leute. Wir werden mal ein bisschen mit unserem Rager woanders parken. Nicht, dass er uns hier entdeckt. So, dann müssen wir mal schauen, wo wir hier am besten unterkommen. Also eine Base ist hier nicht, obwohl... Sicherheitssquad. Also es gibt hier verschiedene Spieler. Aber ich denke mal, der jetzt gerade hier den Megalosaurus zähmt, der ist auch gerade online. Beziehungsweise hier in der Nähe. Guck mal, da oben haben wir auch wieder eine Thatch Base, Leute. Das ist alles voll, ne? Ziemlich witzig. Wir werden einfach mal nach oben schauen. Mal gucken, ob wir da... noch mehr Hinweise finden. Vielleicht sehen wir auch einen Spieler hier irgendwo. Man würde sich hier eine Base aufbauen, das ist mega gefährlich. Aber ihr seht schon. Auch von sich. Nee, The Hunters. Interessant. Hat auch nichts in der Kiste. Oder es wurde eben schon alles geklaut. Das weiß man eben nicht. Auch hier im Lagerfeuer lediglich ein Stück Kohle. Na gut. Ich denke mal, die Spieler werden uns ungefährlich sein. Wir werden sie trotzdem ein bisschen beschatten. Ja, wer weiß, wo die hier noch ihr Unwesen treiben. So, Leute, ich habe jetzt auch neue Spieler gefunden. Tatsächlich drei Stück. Ich bin hier gerade lang gelaufen. Auf einmal kam sie auf mich zugerammt. Ne, ich schreibe jetzt schon hier so OMG Askalter. Das sind tatsächlich, ich glaube, ich kenne sie.
Das ist die Kavallerie, ne? Einige werden sie vielleicht noch aus Ark Empire kennen, ne? Auch ein sehr cooles Ark-Projekt, in der die Kavallerie der stärkste Tribe war, den ich damals gesehen habe. Ja, und ich bin mal gespannt, wie stark die jetzt sind. Ich denke mal, jetzt sind sie auch ein ziemlich starker Tribe. Ne, also, genau, Shakora, den kennt man. Ich glaube, es ist auch mittlerweile der zweithöchste auf dem Server. Und daneben hat man noch weitere Spieler hier, den Black Spider und natürlich auch den Black Man. Sind alle von Kavallerie sehr interessant. Hi, habt ihr hier eine coole Base? Bin auch mal gespannt, was die für eine Base haben, Leute. Ob die wieder so eine richtig krasse Base haben, wie damals bei Ark Empire oder ob die... Ach, sie sind am Umziehen gerade. Da bin ich mal gespannt. Genau, wollte ich mich gerade hier so richtig cool Ninja-Style anschleichen, dann haben sie mich doch noch enttarnt, Leute. Das ist natürlich schade. Genau, kannst ja mitkommen, gerne. Dann komm ich mal mit, Leute. Schauen wir uns mal die Base von denen an, ne? Ich glaube, es ist auch so das erste Mal, dass wir uns eine andere Base anschauen, die ziemlich gut sein wird wahrscheinlich. Genau, wir folgen ihnen einfach mal. Okay, ich komme mit. Ist aber noch sehr klein, schreiben sie. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Wir folgen ihnen einfach mal, Leute. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wenn wir bei der Kavallerie, da weiß man, die sind schon ordentlich. Und ich hoffe mal, das ist hier nicht die Base von denen, Leute. Das wäre nämlich ziemlich witzig. Aber nein, es ist tatsächlich von Team Marvel. Also Team Marvel, falls du das Video gerade siehst, ihr müsst eure Base unbedingt noch mal ein bisschen aufbauen. So. Wir haben auch ganz schön viele Megalosaurier, fällt mir gerade auf. Und das ist ziemlich in hier auf Ark Operation, Megalosaurier zu haben anscheinend. So. Kennst du uns noch? Ja, auf jeden Fall, ne? Die Kavallerie aus Ark Empire. Die kennt doch jeder, Leute. So, ihr seht doch schon hier, das sieht auch gut aus. Das ist aber tatsächlich Ghost Division. Auch ein weiterer Tribe, der hier aktiv auf dem Server spielt. Na gut. Genau, den mache jetzt erstmal hier ein fettes Battle gegen so einen Stego. Können wir eigentlich mitmachen, Leute. Müssen aufpassen, dass wir nicht aus Versehen die von Kavallerie hier angreifen. Level 84, das ist gar nicht mal schlecht, Leute. Ist aber mittlerweile auch schon tot. Genau, Leute. Einige haben mich auch gefragt, wie man auf dem Server spielen kann. Und das geht ganz einfach. Ihr müsst einfach in die Beschreibung gucken. Das ist nämlich die IP. Und da könnt ihr dann einfach eingehen bei Steam und dann könnt ihr tatsächlich auch mitspielen, wenn ihr das Spiel habt. Ne? Also darf jeder mitspielen mittlerweile. Von daher, ne, habt ihr die Chance auf jeden Fall auch auf diesem Server hier beizutreten. Auch gut, wir werden uns dann weiter umschauen. Mal gucken, wo die uns jetzt hinführen. Ob es eine Falle ist oder ob das jetzt tatsächlich deren Base ist. Das ist nämlich eine gute Frage. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie uns einfach in eine Falle locken. Bei der Kavallerie weiß man nie. So, da sind sie. Ich bin jetzt auch leider ein wenig vergiftet, ist aber kein Problem. Unser Ravager sollte nicht an Torbor sterben. Gut. Hier war ich doch schon mal. Schon ziemlich oft sogar. Aber hier sehen wir auch eine kleine Base. Die sieht echt, ist gar nicht so groß hier. Ist aber auch tatsächlich von Make Love Not War. Die kennen wir ja auch noch. Ist aber tatsächlich nicht die Kavallerie. Wo ist sie denn, Leute? Wie weit ist sie noch weg? Eine gute Frage. Ich hoffe nicht mal zu weit. Und ja, Leute, ich glaube, das hat sich dann auch erledigt. Die Frage, wo die Kavallerie sich versteckt hat, ist nun geklärt. Da haben wir sie. Das ist die alte Base. Wow, ich meine, für die alte Base sieht das doch schon ziemlich cool aus. Es ist relativ geschützt. Man kommt ja eigentlich nicht rein. Außer mit C4 habe ich jetzt nicht mit. Kann ich mal reingehen? Ja, genau. Schauen wir uns das mal von innen an. Aua. Wir müssen natürlich auch irgendwie reinkommen. Denk dran, nur deine Dinos zu benutzen oder wenn... Oh genau, hat erstmal hier ein bisschen Licht, sehr gut. Also sieht schon, Leute, ziemlich cool. Indem auch die ganze Karte hier erkundet. Wow. Also hat schon was, Leute. Finde ich schon ziemlich nice, die Base. Schon cooler als meine Base, um ehrlich zu sein, ne? Meine Base ist ja noch, ist ja quasi eine Ein-Mann-Base. Kiki ist ja mittlerweile auch nicht mehr aktiv. Ist jetzt klein und versteckt gebaut. Finde ich ziemlich cool sogar, ne? Leute, das hat auf jeden Fall was. Okay, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Unsere Starterbase. Ja, für eine Starterbase ist das auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, Leute. Was ist denn hier los? Kann man auch nach oben? Ja, schauen wir mal, was wir hier oben haben. Ja, schreibt er. So, bin ich mal gespannt, was da ist. Jetzt sperren sie mich wahrscheinlich ein. Ah, ne, oben ist gar nichts. Okay, interessant. Hier ist einfach... Da wollten sie wahrscheinlich was bauen, haben es dann doch gelassen. Aber gut, Leute. Na, das ist schon wieder mal eine coole Base. Ich bin gespannt, wie dann deren neue Base aussehen wird, wenn die Alt-Base schon so cooler ist. Ja, wir können auch mal schauen, was sie hier so im Inventar haben. Ach, wahrscheinlich auch nichts Besonderes jetzt. Ne? Haben wahrscheinlich das meiste auch schon weggetragen. Ne, hier sind schon hier einige coole Sachen. So ein Schild. Nicht schlecht auf jeden Fall. Aber alles normale Sachen auf jeden Fall. Noch keine OP-Items. Kannst ja mal am Wochenende vorbeischauen. Du kannst auch zu den Dinos. Okay, vielen Dank.
Sag mal, was ist eigentlich das hier? Jetzt werden wir mal... Oha, Leute. Die haben echt keine OP-Items hier. Interessant. Aber, genau, jetzt werden wir nämlich mal... Hier auf der Karte, seht ihr da rechts diesen Punkt da? Habt ihr hier Markierung gesetzt oder war das schon vorher da? Wir warten einfach mal ein bisschen hier hin. Und jetzt, Leute... Jetzt trollen wir! Okay, Leute. Oh, und bewusstlos. Bevor ich die Gasmaske selber aufsetzen konnte. Lol. Okay, Leute, ihr seht schon, wir sind alle bewusstlos jetzt. Ich habe es leider nicht geschafft, selber mich vorher noch zu schützen. Wir sind, glaube ich, alle K.O. Okay, Leute, manchmal muss man so ein bisschen trollen, ne? Lasst niemals einen Fremden in eure Base. Ich glaube, es hat auch tatsächlich... Ne, sind alle K.O., Leute. Wir sind alle K.O. Es ist nur die Frage, wer am schnellsten aufwacht. Bist jetzt unser Gefangener. Genau, Leute. Ich wusste, dass was passiert. Ist klar, Leute. Wenn ich mir eine Base angucke, dann gibt es immer einen Troll. Ich bin jetzt deren Gefangener. Oha, jetzt habe ich Angst, Leute. Was wird jetzt passieren? Also jetzt schon mein... Ja, auch wenn der Ninja-Style nicht doch so funktioniert hat, wie ich dachte, war es auf jeden Fall doch ganz witzig. Ich finde das immer witzig, so eine kleinen Trolls, ne? Und es schadet ja auch nicht... Wir müssen jetzt nur aufpassen, wenn wir jetzt als erstes aufwachen, damit wir uns die Gasmaske aufsetzen können. Dann schnell noch eine Granate werfen. Und dann wären wir quasi wieder, ja, im Reinen. So Leute, es geht auch weiter. Und es hat tatsächlich funktioniert, glaube ich. Ich habe natürlich die Maske, das schützt mich hier so ein bisschen. Ich kann natürlich jetzt wenig erkennen. Aber, ich glaube, es hat auch tatsächlich nicht funktioniert. Die sind, glaube ich, alle noch geflohen. Okay, Leute. Wo sind sie vielleicht hier draußen? Ich glaube, ein zweites Mal hat es nicht funktioniert. Ich hasse dich, schreibt er. Okay, es hat also wahrscheinlich doch funktioniert. Hier ist einer, Leute. Guck mal hier, der Black Spider. Schauen wir mal, was er im Inventar hat. Nichts Besonderes. Wir werden ihm trotzdem mal hier irgendwas Cooles geben. Was geben wir ihm denn so ein bisschen? Genau, Narkotik. Richtig nett auf jeden Fall. So. Genau, dann auch. Hier haben wir noch jemanden. Will er auch noch was haben hier? Okay, nee, Leute, das war leider nichts. Ich glaube, den Rest werde ich mir auch aufheben. Wir müssen nur schauen, ob hier noch jemand ist, der vielleicht bewusstlos wurde. Aber ich denke, wir haben dann genug getrollt. Wir haben auf jeden Fall hier eine coole Base. Die haben ja auch coole Dinosaurier auf jeden Fall. Und vor allem die Megalosaurier. Er hat jetzt wahrscheinlich unendlich Torpor erstmal. Ja. Hilf mir, schreibt er. Oh nein, der ist auch bewusstlos, Leute. So, dann wollen wir doch auch mal hier so ein bisschen den Torpor erhöhen, Leute. Das geht ja hier zum Glück ganz einfach. Oh mein Gott, das wird erstmal lange dauern, bis er wieder aufwacht. Aber dafür keine Angst. Wir schenken dir dafür was. Wir schenken ihm jetzt ein bisschen Fetch. Also wir sind auf jeden Fall sehr nett, Leute. Das nehme ich mal mit. Den anderen werden wir dann bowlern, Leute. So. Renn! Renn! So. Leute, er rennt. Genau, er rennt um sein Leben, Leute. Wird er schaffen oder nicht, ist eine gute Frage. Okay, ich habe ihn auch tatsächlich aus den Augen verloren. Er war einfach zu schnell, Leute. Er hat sich wahrscheinlich auch hier irgendwo im Gebüsch versteckt. Eine gute Frage, wo er jetzt ist. Hier ist auch eine Seilbahn, fällt mir gerade auf. Aber gut, ich glaube, wir haben sie jetzt auch genug getrollt. Ich werde es erstmal zurückgeben. Oh nein. Aber okay, Leute, ein Glück, dass ich mir hier die Pilze hier gestohlen habe. Das wird uns erstmal ein bisschen helfen. So, und dann werden wir erstmal schauen, wo wir jetzt hier unsere Freunde haben. So, und ob auch jetzt auch der eine hier zurückgekehrt ist. Und da ist er auch, Leute. Da ist er tatsächlich. Und ich habe keine Bruders mehr. Super. Haben da noch einen Megalo betäubt. Ach ja, stimmt. Den habe ich sogar gesehen. Das war eurer. Na gut. Ja. Okay, dann müssen wir natürlich auch schnell zurück. Aber gut, ich werde mal schauen, ob ich noch was von denen jetzt hatte. Das werde ich dir natürlich dann zurückgeben. Und das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. War wieder mal ein bisschen witzig. War mal so eine Troll-Folge. So, das war dann, genau, das war sein Stuff, glaube ich. Wobei, das Narkotik habe ich, glaube ich, aus der einen Schmiede bekommen. So, ja, Leute, das war's dann wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. War mal so eine kleine Troll-Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja, Leute, ne, wenn ihr auch meint, dass Kalter schließe ich mal mit anderen Tribes zusammen, ja, dann schreibt es auch mal in die Kommentare, dann würden wir es vielleicht auch mal machen. Ansonsten, ja, Leute, was ist denn wieder mit der... Genau, was ist denn wieder mit der Folge? Macht's gut und bis zum nächsten Mal.